Hi Leute, herzlich willkommen an der Küste und herzlich willkommen hier auf der Mole. Solche Molen, solche großen Steinpackungen, die gibt es sprichwörtlich im Küstenbereich wie Sand am Meer. Das sind ganz, ganz tolle Angelstellen und wir versuchen hier mal ein paar schöne Plattfische ans Band zu kriegen. Plattfische heißt konkret Schollen, Klieschen oder Flundern. Alle drei sehen sich recht ähnlich und alle drei werden kurz und knapp auch einfach als Butt bezeichnet. Platter, geht doch. Buttlöffel und Butt von der Mole. Super. Kein Riese, aber ja, passt in eine Pfanne. Klasse. Alles genommen, den schönen Wattwurm. Plan aufgegangen. Guck mal an, gar nicht mal weit geworfen. Plattfische lieben sandigen Untergrund, deshalb ist dieser Spot hier optimal. Aber natürlich könnt ihr von solchen Molen auch viele andere Fische fangen. Je nachdem, zu welcher Jahreszeit ihr unterwegs seid und je nach Struktur und Wassertiefe. Hornhechte, Meerforellen, Dorsche, Heringe oder Makrelen, alles möglich. Auf Platten versuchen wir es so. So, zum Molenangeln mein Favorit, eine ganz simple Buttlöffelmontage. Das heißt, ein Buttlöffel ist ein Gewicht von, gibt es glaube ich ab 20 Gramm bis über 100 Gramm, in Form einer 8, zu beiden Seiten so ein bisschen gewölbt. Diese Montage kann man sehr gut aktiv über Grund führen. Die wackelt dann so ein bisschen hin und her, spielt verführerisch und Plattfische sind sehr, sehr neugierig von Natur aus, kommen etwas näher und finden dann hoffentlich hinten dran unseren Köder. Meistens ein Naturköder, in diesem Fall ein Wattwurm, ein paar Perlen davor. Wie gesagt, Plattfische sind neugierig. Das wäre das Simpelste überhaupt. Man kann natürlich noch davor ein Vorfach einklinken. Eins über dem Buttlöffel, eins dahinter. Und hat dann den Vorteil, doppelte Bissausbeute vielleicht. Oder kann zwei völlig verschiedene Köder testen. Auch eine Möglichkeit. Die Route dafür kann eine normale Spinnroute sein. Passt sich im Grunde an das Gewicht des Buttlöffels an. Wenn er jetzt 60 Gramm wiegt, dann sollte die Route auch 60, besser noch 80, vielleicht sogar 100 Gramm haben. An Molen fische ich gerne längere Routen, gerade so an Steinpackungen, wo man vielleicht vorne nicht ans Wasser kommt, kann man dann die Montage oder den Fisch, wenn er dran ist und nicht zu schwer ist, dann eben mal über die Steine heben. Das Fischen damit ist einfach, man wirft relativ weit aus, lässt mal ein bisschen liegen, zupft ein bisschen ran, führt also aktiv, kann aber auch mal Käffchen trinken und wartet, ob was beißt. Ist eine schöne, ja, aktive und passive Fischerei. Ja, und jetzt fangen wir gleich den nächsten. Molen findet ihr in Dänemark dort, wo ihr Häfen findet und die findet ihr natürlich auch in der Fishing in Denmark App mit über 1600 Angelplätzen. Und bitte beachtet auch mögliche Schongebiete und Schonzeiten. Unsere Mole liegt in Nordseeland in Gilleleje. Alles was ihr braucht, ist der dänische Angelschein, den ihr ganz unkompliziert im Netz buchen könnt. Ah, klasse. Der nächste super. Macht richtig Laune. Und ganz dicht hier. Fast vor den Füßen, 15-20 Meter rausgeworfen, da kommen die Bisse. Also, falls ihr noch nie auf Plattfische geangelt habt und ihr probiert das mal aus und ihr bekommt einen Biss, hundertprozentig, ihr wisst sofort, dass es ein Plattfisch ist. Das ist nämlich so ein ganz typischer Biss. Die Rute fängt so leicht an zu bibbern und so zittern. Also gar nicht vergleichbar mit Fischen, die sich den Köder voll wegnehmen und bei denen es einen richtigen Ruck in der Rute gibt. Und das hat damit zu tun, dass wenn der Plattfisch den Wattwurm oder den Köder geschnappt hat und so ein bisschen Lunte riecht, dann versucht er sich im Sand einzugraben, einzubuddeln und schlägt so mit den Flossen. Und das ist genau dieses Bibbern, was ihr dann in der Rutenspitze merkt. Heißt aber auch nicht, dass es nur zaghafte Bisse sind. Also auch Plattfische können ganz schön reinballern und das macht wirklich riesig großen Spaß. Ach, kein Riese, aber spannend. Vor den Füßen sind hier gerade unterwegs, ein Biss nach dem anderen. Und viele Bisse heißt dann auch viele Köderwechsel. So, in Dänemark bekommt man nicht überall die bei uns so beliebten Köder zum Naturköderangeln, Wattwürmer und Seeringelwürmer. Dafür gibt es im Supermarkt Heringsfilets, tiefgefroren meistens, und ja, Reher, die Garnelen mit Schale, tiefgefroren. Gibt es manchmal abgepackt, wie hier, manchmal auch in einer großen Schütte, dass man sie richtig rausschaufeln kann. Sind gar nicht mal so teuer und das sind erstklassige Köder. Anködern geht am besten mit etwas Bait-Elastik, das ist so ein sehr dünner, elastischer Faden. Damit wird dann so ein Garnelenschwanz komplett umwickelt und er hält zig Würfe aus. Die Fische stört es nicht, hält spitzenmäßig und manchmal ist das tatsächlich beides hier, sowohl Hering als auch Garnele, deutlich mehr als ein Alternativköder. Manchmal lieben die Fische geradezu diese Abwechslung. Und das hier sind natürlich die Klassiker. So, hier sehen wir die beiden Favoriten Naturköder zum Angeln von der Mole, vor allem wenn es auf Plattfisch geht, wenn es auf Dorsch geht,
Aale beißen auch drauf und wir hatten vorhin einen kleinen Köhler gefangen. Das ist einmal der Seeringelwurm, der vorne so ein paar kleine Beißer hat. Ein paar Werkzeuge, mit denen kann er ganz schön kneifen. Ich habe jetzt einen sehr kleinen Seeringelwurm genommen, da tut es nicht so weh, wenn er einen kneift. Ist nicht giftig, aber muss ja nicht sein. Und der Wattwurm, der ist ein bisschen träge, der Geselle. Man sieht hier in der Hand schon schön das Gelbe. Die Wattwürmer sind sehr jodhaltig, die sondern extrem viel Duft ab. Seeringelwürmer auch, aber Wattwürmer noch mehr. Halten beide relativ gut am Haken. Den Seeringelwurm nutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich einen Wattwurm aufgezogen habe, der sehr weich ist. Dass ich noch ein Stück Seeringelwurm auf die Hakenspitze schiebe oder auf den Hakenschenkel, der ist ein bisschen stabiler, dann hält das ganze Ködergespann recht gut. Problem ist eben die Beschaffung. Manche Angelgeräte, Händler haben sie generell vorrätig, manche liefern die auf Vorbestellung, manche haben sie gar nicht. Man kann auch ein Stück Streifen von der Leber nehmen und so, wenn man nichts anderes hat. Aber diese beiden kleinen Würmchen hier, die sind definitiv die Nummer 1 zum Naturgitterangeln. Nicht nur von der Mole mit der Spinnrute und dem Buttlöffel, auch beim Brandungsangeln, aber eine Mole eben 1A. Super! So, hoppala. Schöne Flunder. Mit dem Surfloop ganz vorne gehakt, kann man gut lösen. Wobei die Größe ist in Ordnung. Jetzt so im Herbst sind die auch ein bisschen dicker oder sogar deutlich dicker als im Frühjahr oder Sommer. Die haben den ganzen Sommer über gefressen. Das ist jetzt Herbst richtig guter Pfannenfisch. Das ist ein bisschen was auf dem Rippen. Und da ist es schon gefallen, das Stichwort Circle Hook. Eine super praktische Sache. Circle Hook, Englisch für Kreishaken, bezeichnet eine sehr, ja, auf den ersten Blick ungewöhnliche Hakenform. Die Spitze ist nach innen gebogen. Der Vorteil dabei ist, der Fisch greift den Köder, schwimmt weg und dann dreht sich im Grunde die Spitze vorne ins Maul, kann aber vorher hinten im Maul in der Regel nicht greifen. Das heißt, meistens hakt man die Fische dann mit so einem Circle Hook vorne in der Lippe und kann sie, vor allem wenn sie zu klein sind, super gut wieder zurücksetzen. Großes Problem dabei ist aber, auf keinen Fall anschlagen. Der Fisch muss sich wirklich in den Haken reindrehen. Das heißt, man kriegt den Biss, bei Plattfischen ist das ganz gut zu erkennen. Der Fisch zieht ein bisschen und nicht anschlagen, jedem Reflex widerstehen. Einfach warten und wenn dann Druck kommt, ganz langsam einkurbeln und gleichmäßig. Beim Einschlagen könnte man wirklich den Haken einfach so wieder rausziehen. Man muss eben warten, bis der Fisch zieht, der Haken dreht sich rein. Und wir haben es ja gerade bei der Flunder gesehen, sitzt perfekt vorne, lässt sich gut lösen und ja, Haken wird wieder geködert. Für den nächsten. Schön gezuppelt in der Route. Plan aufgegangen. Und auch wieder schwimmen. Und damit geht unser Tag auf der Mole zu Ende. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Tipp, ein kleiner Hinweis in puncto Sicherheit. Für alle, die noch nie von der Mole geangelt haben, zieht euch auf alle Fälle festes Schuhwerk an. Im Sommer auf keinen Fall mit Flipflops auf den Steinen rumtouren, schon gar nicht, wenn es geregnet hat. Die werden nämlich zum Teil spiegelglatt und das kann eine sehr, sehr unangenehme und schmerzhafte Erfahrung werden. Ansonsten, wenn ihr von der Mole angelt, wünschen wir euch ganz viel Spaß, viele schöne Fische und sagen viele Grüße hier oben aus dem Norden. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, holt euch die Fishing in Denmark App mit über 1600 Angelplätzen und vielen Informationen für euren Dänemark-Urlaub.